Willkommen, liebe Zuschauer, im Panorama-Filmstudio. Frühsexualisierung steht heute auf dem Plan. Wer will sie, wozu soll sie gut sein und vor allem, woher kommt sie eigentlich? Im Studio zu Gast bei mir sind Geschichtsprofessor Michael Vogt und Dr. Claudia Haunitz. Panorama-Film steht für ethisch, moralisch hochwertige Filme. Daher keine leichte Aufgabe, alle Fakten, Tathergänge und unhaltbaren Praktiken rund um dieses Thema so offen darzulegen, wie es bei dieser Dokumentation getan wurde. Schon das bloße Nennen verschiedenster Vorkommnisse, so Ivo Sasek, Drehbuchautor und Produzent dieses Films, grenze an Unmoral. Da jedoch der Eindruck überwog, dass all diese Dinge sich auch noch global durchsetzen werden, wenn sie nicht schonungslos und frühzeitig offengelegt werden, hat sich Panoramafilm dennoch für diese unzensierte Veröffentlichung entschieden. Wir wünschen Ihnen somit keine gute Unterhaltung bei diesem Film. Schnallen Sie sich darum an und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Worte sind nicht bedeutungslos, Worte sind Macht. Sie können uns zum Guten oder zum Schlechten, zum Leben oder zum Tod hin manipulieren. Es ist daher von höchster Bedeutung, wem wir unser Ohr leihen, wem wir unser Leben anvertrauen. Wer einen Mitmenschen dazu antreibt, mit überhöhter Geschwindigkeit in eine enge Kurve zu fahren, gefährdet dessen Leben. Über Gesetzesvorschriften kann man sich streiten, doch wer immer, und wäre es im Namen der Toleranz, Gravitationsgesetze missachtet, bringt leicht andere in Todesgefahr. Nach langer Zeit, in allen Epochen stürzten daher nutzlose Ideologien, ganze Völker in Armut, Krankheit und Elend. Man vertraute sich politischen, wirtschaftlichen, religiösen oder sonst welchen Irrlehrern an und wurde kläglich zu Schanden. Werden falsch erkannte Wege obendrein noch hartnäckig verteidigt, wird es außerordentlich schwierig, dieselben wieder zu verlassen. Wem wir unsere Vergangenheit anvertraut haben, wissen wir. Und was daraus geworden ist, wissen wir auch. Doch wem werden wir unsere Zukunft anvertrauen? Wagen wir es, den Zeitenwandel weiter in die Richtung zuzulassen, in die er sich gegenwärtig entwickelt? Vorweg ein Zeitenvergleich. Juristisch gilt es festzuhalten, dass alle nachfolgenden Überlegungen aus rein sachlich, wissenschaftlichen und nicht zum Beispiel aus homosexuellen feindlichen Motiven heraus erarbeitet wurden. Vor 3500 Jahren schworen sich ganze Volksverbände, unbedingt die sogenannten mosaischen Gesetze einzuhalten. Dies taten sie, weil sie zuvor katastrophale Volksentwicklungen und Erfahrungen durchgemacht hatten. Moses Gesetze galten daher als hochheilig. Verflucht bleibt jeder, der nicht in allem drin bleibt, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Was aber beinhalten diese Gesetze unter anderem? Und wenn ein Mann bei einem Mann liegt, wie man bei einer Frau liegt, dann haben beide einen Gräuel verübt. Sie müssen getötet werden. Ihr Blut ist auf ihnen. Mit diesen Erinnerungen wollen wir zunächst einmal nichts beurteilen oder gar verurteilen, sondern nur nüchtern festhalten, woher wir kommen und wohin wir gehen. Solches ist wichtig für uns, weil die biblischen Aussagen ja als Schutz vor hereinbrechenden Katastrophen deklariert wurden, die uns aber direkt betreffen würden, sollten wir sie missachten. Damit das Land euch nicht ausspeit, wenn ihr es unrein macht. Ebenso wie es die Nation ausgespien hat, die vor euch da war. Die Rechnung ist eine einfache. Falls tatsächlich Gott Inspirator biblischer Anweisungen war, dann wehe uns, wenn wir sie missachten. Diese uralte Fluchandrohung wandelte sich allerdings in obskurer Weise zur hemmungslos gegenteiligsten Forderung, die man sich nur irgend denken kann. Die sichtlich von AIDS und allerlei tödlichem Unheil verfolgten Schwulen- und Lesbenverbände fordern, dass man sie bedingungslos anzunehmen habe, weil nur die Ablehnung es sei, die ihren schlechten Zustand verursache. Wegen mangelnder Akzeptanz unterliegen gleichgeschlechtlich Liebende einem erhöhten Risiko, Suizid zu begehen, sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten HIV zu infizieren, an Depressionen und anderen Leiden zu erkranken oder anfälliger für Suchtprobleme zu sein. Und dies alles, weil man sie nicht akzeptiert. Wir fragen an dieser Stelle lediglich sachlich und verantwortungsvoll. Was ist, wenn der seit je als von Gott inspiriert geltende Mann Mose und die heiligen Propheten es halt doch besser wussten als die postmodernen Sexualpädagogen?
Was vor allem, wenn die Führer von damals schlicht und einfach mehr wussten als die Führer von heute? Jeder, der bei einem Tier liegt, muss getötet werden. Gerade in unseren Tagen beginnt man in immer normalerem, alltäglicherem Ton und vor allem in immer alltäglicheren Medien über Intimitäten mit Tieren zu berichten. Zwischen den Zeilen wird offenbar, dass die Praktiken der Sodomie, heute Zoophilie genannt, in einem unglaublichen Maß in die Völker zurückgekehrt sind. Wir fragen auch hier, aus zunächst rein wissenschaftlicher Perspektive und urteilsfrei, was, wenn die Geschichte des göttlichen Feuergerichts über Sodom und Gomorra der nüchternen Wahrheit entsprach? Sind wir uns wirklich entsprechend sicher in dem, was wir tun? Und wenn in einem Mann oder einer Frau ein Totengeist oder Wahrsagegeist ist, sie müssen getötet werden. Man soll sie steinigen. Ihr Blut ist auf ihnen. Wer kürzlich die Fernsehsendung auf Sat.1 The Next Uri Geller mit all den Mentalisten und dem Schwarzmagier aus Bern gesehen hat, wer schon x-beliebige Zeitungen aufgeblättert und dort die Fülle an Horoskopen, Wahrsagereien etc. erblickt hat, oder wer schon Radiosendungen mit all den Kartenlegerinnen gehört hat und so weiter, der kann bestätigen, dass für uns wieder völlig normal ist, worauf einst die Todesstrafe lag. Wir fragen lediglich verantwortungsbewusst. Wissen wir mit ausreichender Gewissheit, was wir da tun? Wenn ein Mann bei einer Frau liegend angetroffen wird, die einem Mann gehört, dann sollen sie alle beide sterben. Der Mann, der bei der Frau lag, und die Frau. Und du sollst das Böse aus Israel wegschaffen. Bereits Ende der 60er Jahre setzte sich durch die Flower Power Bewegung ein ungeheurer Werteumbruch in der Moral der Gesellschaft durch. Diese Bewegung verstand sich als eine Art Antikriegsrevolution. Als Gegenpol zu den kriegsfreudigen Machenschaften der Regierungen unterwanderten sie mit der pazifistischen Philosophie der freien Liebe, der menschlichen Freiheit überhaupt und dem Drogengenuss die damalige Gesellschaft. Der Damm war gebrochen, die Liebe war neu definiert. Liebe, sprich Sex, kann nichts Schlechtes sein, egal wie. Nachdem schon jede zweite Ehe geschieden und schon bald jede einzelne zerstört ist, gehören Berichte und sogar eindringliche Empfehlungen zu Seitensprüngen, bisexuellen Erfahrungen, Partnertausch und so weiter heute zu den alltäglichsten Ratgebern vieler Print-, Ton- und Bildmedien. Auch hier ist die wissenschaftliche Frage berechtigt. Was mochten die vorangegangenen Erfahrungen und praktischen Gründe gewesen sein, warum der Ehebruch eines Tages unter Todesstrafe gestellt wurde? Ist das, was einst des Todes würdig erklärt wurde, heute wirklich völlig ungefährlich und plötzlich nicht mehr todbringend? Wer trägt die Verantwortung, falls heutige Meinungsmacher sich gerade wieder einmal mächtig irren sollten? Wenn ein Mädchen, eine Jungfrau, einem Mann verlobt ist und es trifft sie ein Mann in der Stadt und liegt bei ihr, dann sollt ihr sie beide zum Tor jener Stadt hinausführen und sie steinigen, dass sie sterben. Das Mädchen deshalb, weil es in der Stadt nicht geschrien hat, und den Mann deshalb, weil er der Frau seines Nächsten Gewalt angetan hat. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte wegschaffen. Sind wir, die wir die mosaischen Gesetze immer mehr aufweichen, wirklich weiser als jene, die diese Gesetze einst als heilig erkannt und uns daher fürsorglich überliefert haben? Wissen wir wirklich genau, was wir tun? Männerzeug darf nicht auf einer Frau sein und ein Mann darf nicht das Gewand einer Frau anziehen. Denn jeder, der dieses tut, ist ein Greuel für den Herrn, deinen Gott. Während der letzten Jahrzehnte trugen nicht allein zunehmend Frauen Männerkleidung oder Männer-Frauenkleidung. Der neue Boom und daher auch Kassenschlager heißt Geschlechtsumwandlung. In unzählbaren Transplantationen wurden bereits männliche Geschlechtsteile auf Frauen und weibliche Geschlechtsteile auf Männer operativ übertragen. Die Love and Street Paraden sind lebendige Dokumente des tiefgreifendsten Zeitenwandels der Menschengeschichte.
Da defilieren hemmungslose Herrscharen von sich rekelnd zur Schau stellenden Transvestiten, Schwulen, Lesben, Bisexuellen und so weiter. Doch auch das ist schon längst wieder Schnee von gestern. Was heute in ist? Ein jeder Mensch soll nun sogar das verbriefte, das heißt gesetzliche Recht bekommen, selber über sein Geschlecht bestimmen zu können. Die Frage, die wir auch in dieser Thematik mit wissenschaftlicher Genauigkeit untersuchen und uns beantworten müssen, lautet: Sind wir uns ausreichend sicher, dass wir uns solche Entwicklungen leisten können? Jeder ist frei zu glauben, was er will. Doch was, wenn es diesen Gott der Bibel, den man so diametral und furchtlos zuwiderhandelt, als reale Person und Richter aller Lebendigen dennoch gibt? Viele sind aufgrund eigener Erfahrungen fest von der Existenz genau dieses Gottes überzeugt. Das würde allerdings bedeuten, dass ihm operativ vertauschte Geschlechtsteile gewiss mehr missfielen, als etwa nur von der Art her vertauschte Kleider. Während die Heilige Schrift ganz klar bezeugt, Gott erschuf den Menschen, männlich und weiblich erschuf er ihn, behauptet eine neue Theorie, es gäbe statt zwei Geschlechtern mindestens 5 verschiedene Gender, also Geschlechtsarten. Und nicht nur das, aus dem heraus bildet sich auch gerade eine ganz neue Rechtsgrundlage. Jeder Mensch soll nämlich das Recht bekommen, sein Geschlecht selber auszusuchen. Wir ahnen gar nicht, was die neue Gender-Ideologie für weitreichende Konsequenzen hat. Sie stellt ja nicht nur männlich und weiblich als relativ oder beliebig austauschbar dar, sie definiert auch Ehen und Familien ganz neu. Letztendlich sollen nämlich homosexuelle Beziehungen den Heterosexuellen zwingend gleichgestellt werden. Diese neue Gender-Ideologie fordert jetzt schon seine Tribute. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Gehen wir mal in die USA. Um die angebliche Benachteiligung von Schwulen und Lesben zu beenden, hat die US-Regierung kürzlich entschieden, auf amtlichen Formularen die Begriffe Mutter und Vater durch Elter 1 und Elter 2 zu ersetzen. In Australien müssen Richter in diesen Tagen über ein Paar entscheiden, das das Geschlecht ihres kommenden Kindes nicht der Natur überlassen möchte, sondern im Nachhinein selber bestimmen möchte. In internationalen Zeitschriften wird darüber beraten, wie man Kinderzimmer geschlechtsneutral einrichtet. Das Bübchenblau und Mädchenpink weicht einem neutralen Buttergelb oder Espressobraun oder auch einem grellen Rot. Dies soll den Kindern helfen, geschlechtsneutral aufzuwachsen. Wesentliche Grundgedanken in der Gender-Ideologie entstammen dem Marxismus. Die natürlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau führen zur ersten Arbeitsteilung basierend auf dem Merkmal Geschlecht. Diese Unterschiede sind der Ursprung aller weiteren Teilungen in ökonomische und kulturelle Klassen. Verschiedenheit ist somit ungleich und ungleich ist ungerecht. Die Ex-ARD-Tagesschausprecherin Eva Herrmann äußert in Meinung, Macht und Medien bezeichnenderweise: Gender Mainstreaming ist das größte und gefährlichste Umerziehungsprogramm der Menschheit. Doch weniger als 5% wissen von Gender Mainstreaming. Ich sage Ihnen mal, was Feministinnen über Gender zu sagen haben. Es könnte an der Diskriminierung der Frau liegen, dass Männer und Frauen im Leistungssport verschiedene Leistungen erbringen. Naja, hier ersparen wir uns mal jeden weiteren Kommentar. Noch zu einem anderen Thema. Sind wir uns eigentlich bewusst, welche gesellschaftlichen Konflikte diese neuen Lehren auslösen können? Nicht zufällig sind sich strenggläubige Muslime und Juden in der Genderfrage einmal völlig einig. Sie entstammen ja durch Abraham denselben Wurzeln. Gerade erst wurde in Israel richterlich darüber verfügt, dass Frauen in bestimmten Buslinien hinten sitzen müssen, damit Frauen und Männer während der Fahrt getrennt sind. Jedermann weiß, dass strenggläubige Muslime dem Koran und Juden der Tora, dem Talmud, verpflichtet sind. Sie sind also immer noch alttestamentlicher Sichtweise verpflichtet und diese ist sicherlich nicht zimperlich. Sie fordert im Extremfall die totale Ausrottung aller gotteslästerlichen Auswüchse. Damit sind letztendlich auch die Goyims, also wir Sünder aus den Heiden, gemeint. Aber auch neutestamentliches Christentum widerspricht Gender. Nur ist es wie immer zur bedingungslosen Nächstenliebe, zum Widerstand in Demut und zur Selbstbenachteiligung verpflichtet. Konsequentes alttestamentliches Denken ist nicht so demütig und zurückhaltend.
Es ruft irgendwann zum bedingungslosen Heiligen Krieg auf. Und da die Gender-Ideologie bereits weltweit beschlossene Sache ist, in der Schweiz soll sie mit dem Lehrplan definitiv eingeführt werden, dürfte es doch nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die ersten mit Sprenggürteln beladenen Terroristen in den Medienzentralen von Zeitungen, TV und Radio auftauchen, um das Übel bei der Wurzel anzupacken. Aber denken wir nicht, dass nur das Leben von Chefredakteuren, Redakteurinnen, Journalisten, Radio- und Fernsehbetreibern auf dem Spiel steht. Nein, das Leben ganzer Völker ist in Gefahr. Es sei denn, wir begegnen der Gender-Ideologie vielleicht wie die Chinesen. Diese schicken nämlich als Antwort die kleinen Mädchen einfach auf die Jungentoilette, damit sie begreifen, dass es eben doch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt, wenn sie dort vor den Pissoirs stehen. Und wie begegnen wir der Gender-Ideologie? Sie wird sich nicht durchsetzen können, solange es genügend Männer und Frauen gibt, die ihr Mann und Frau sein als eine wertvolle und sich ergänzende Wirklichkeit bejahen und verteidigen. Doch der Zeitenwandel bleibt bei Gender nicht stehen. Wenn aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zur Sünde verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln allezeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Denn wahrlich, ich sage euch, bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer immer die Menschheit lehrt, übt Macht über sie aus. Unsere Kinder stehen unter zunehmendem Machteinfluss von Erziehungsdirektionen, Lehrerschaften und neuerdings auch sogenannten Sexualpädagogen von außen. Welchen Quellen genau sind sie eigentlich entsprungen? Wer da sucht, der wird finden. Durch die überzeugenden Worte und Werke Jesu kam es zu einer neuen Zeitrechnung. Wissen heutige Lehrer noch, was sie tun, wenn sie, seinen massiven Warnungen zum Trotz, nun alle Kinder schon im frühesten Alter sexuell aufklären und sexuell stimulieren, kurz frühsexualisieren wollen? Sind die aufkommenden Sexualfachkundigen kompetenter als Jesus von Nazareth? Laufen wir wirklich keine Gefahr unter ihrer Führung? Wurden Sie, werter Zuschauer, überhaupt schon über die weltweiten Bemühungen, die Kinder bis ins früheste Alter zu sexualisieren, in Kenntnis gesetzt? Wieder einmal mehr soll nämlich ein letztes Tabu gebrochen werden. Der sexuelle Kontakt mit Kindern, also mit Minderjährigen, soll gesetzlich legalisiert und gefördert werden. Uns stockt der Atem in der Brust, wenn wir die jüngsten Leitsätze hoch angesehener Sexualpädagogen vernehmen. Führende Pädagogen wie Helmut Kentler lehren, dass der gehabte Kinderschutz in Wirklichkeit Kinderfeindlichkeit sei. Er stellt die unglaubliche Behauptung auf: Sex mit Kindern ist kein Mistbrauch, sondern ein Kinderrecht. Das Recht des Kindes auf sexuelle Bedürfnisbefriedigung. Wahrer Kinderschutz sei daher der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung. Hier wird zweifelsfrei Kindsmissbrauch als Erziehung getarnt. Erwachsene sollen mit Kindern über Pornos reden, findet die deutsche Erziehungswissenschaftlerin Carla Etchenberg. Sie fordert sogar, wie die Schweizer Jungsozialisten, Pornos in den Unterricht der Kinder einzubeziehen. Solchen Forderungen gelte es, findet die Antigenozidbewegung, knallhart und kompromisslos, jetzt und heute noch geltendes Recht entgegenzuhalten. Pornografie. Strafgesetzbuch, Artikel 197. Erstens. Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Gefängnis oder mit Buße bestraft. Zweitens. Wer Gegenstände oder Vorführungen im Sinne von Ziffer 1 öffentlich ausstellt oder zeigt
oder sie sonst jemandem unaufgefordert anbietet, wird mit Buße bestraft. Im Übrigen sollen Kinder auch vor anderen pornografischen Produkten geschützt und jedermann davor bewahrt werden, gegen seinen Willen Darstellungen sexuellen Inhalts wahrzunehmen. Vergleiche auch Artikel 358 und Verordnung über Fernmeldedienste vom 25. März 1992, Artikel 18a Absatz 1. Dieses Prinzip, so fordert auch die Kinderrechtsbewegung AGB, muss allem zuvor konsequent auf Handybetreiber angewandt werden, weil heute buchstäblich jedes Kind ein Handy in der Tasche hat. Aus dem Grundlagenpapier Sexualpädagogik und Schule vom Kompetenzzentrum Sexualpädagogik und Schule der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz geht dessen deutliche Zielsetzung mit unseren Kindern hervor. Das Kind ist ein sexuelles Wesen. Grundlage der Sexualpädagogik ist die Definition des Menschen als ein auf Erziehung angewiesenes Sexualwesen. Oder mit anderen Worten, das Bejahen der Kinder und Jugendlichen als sexuelle Wesen. Schon diese erste grundsätzlich sinnverdrehte Schlussfolgerung öffnet doch der Pädophilie Tür und Tor. Denn mit anderen Worten heißt das, solange es dem Kind gefällt, ist alles legitim. Dazu ein Beispiel aus dem Grundlagenpapier und der Homepage des Kompetenzzentrums. Alter 4 bis 5 Jahre. Die Kindergartenstufe wird wie folgt dargestellt. Aktuell sind Doktorspiele, lustvolle Selbsterkennung, Selbststimulation, das meint orgasmusähnliche Reaktionen, Rollenspiele, also Familie auch mit zwei Vätern oder zwei Müttern, sowie Küssen, Geschlechtsverkehr, erotisches Interesse an den Eltern, Zeigelust und genitale Spiele, Erleben erster innigster Freundschaften und Liebesbeziehungen. Daraus ergeben sich folgende Schwerpunkte im Unterricht. A. Körperteile inklusive Geschlechtsorgane benennen. B. Körper spielerisch wahrnehmen, also inklusive sexueller Erregung. C. Freundschaftliche Beziehungen, Grenzen setzen, die eigene Intimsphäre respektieren und auch die der anderen. D. Zeugung, wie der Geschlechtsakt vollzogen wird, dass daraus ein Kind entsteht. Das mit 4- bis 5-jährigen Kindern. Alter 6 bis 12 Jahre. Aktivitäten mit Gleichaltrigen, Abwertung bzw. Ablehnung des anderen Geschlechts, geschlechtsrollentypische Verhaltensweisen, gegebenenfalls stark überzeichnet, provokatives bzw. aggressives Auftreten gegenüber dem anderen Geschlecht, Tabuverletzungen, gegebenenfalls Interesse und erotische Anziehung zum gleichen Geschlecht. Ab wann ist man reif zum Ficken? Daraus ergeben sich folgende Lehrinhalte. Sexualität und Sprache, Schimpfwörter, ein Interview mit in Schulen amtierenden externen Sexualpädagogen ergab, dass man jedem Kind, gleich welchen Alters, genaue Auskunft gibt, was zum Beispiel Arschficken, Abspritzen und noch deutlich Schlimmeres ist, wenn es solche Begriffe nur schon gehört und nicht verstanden hat. Zeugung, Schwangerschaft, Geburt, verschiedene Freundschafts-, Beziehungs- und Lebensformen. Hier werden also den Kindern all die neu definierten Abartigkeiten als normal eingetrichtert. Und was viel konsequenzenreicher ist, alles bisher Normale wird als abnormal und gesetzwidrig deklariert. Geschlechterrollen, Rollenentwürfe, also zum Beispiel die berufstätige Mutter, der Vater am Herd, sexuelle Orientierung. Hier soll letztlich alles erlaubt sein, solange es Spaß macht. Die erste Menstruation, der erste Samenerguss, HIV, AIDS, sexuell übertragbare Infektion, sexuelle Belästigung, Gewalt, Selbstbefriedigung, insbesondere bei Buben, aber auch bei Mädchen. Und das als völlig normal und sogar wichtig. Alter 12 bis 16 Jahre. Soziale Veränderung. Hier ist die Autonomieentwicklung und Ablösung vom Elternhaus gemeint. Zunehmendes Interesse an Detailwissen zu sexuellen Praktiken. Gegebenenfalls bewusste Kontakte mit Pornografie. Wie viele Stellungen gibt es beim Sex und welche ist die beste? Macht Spermaschlucken dick? Hier beenden wir aus moralischen Gründen die Aufzählung. Die Lehrinhalte sind jedenfalls so sehr gezielt all dem heillosen Geschwätz der Kinder und Jugendlichen entsprechend ausgelegt,
dass zuletzt wirklich jede Schweinerei in jedermanns Kopf ist. Dazu ein Beispiel aus dem Grundlagenpapier und der Homepage des Kompetenzzentrums. Entwicklungsschritt, Selbststimulation. Das heißt, Orgasmus ähnliche Reaktionen hervorrufen. Verhalten, Entdecken von Körperregionen als Quelle neuer Lustgefühle. Bewusstes, wiederholtes Manipulieren von Körperstellen, auch der Genitalien. Spielerisches Erkunden von Geschlechterrollen durch Rollenspiele, zum Beispiel Vater-Mutter-Spiele. Familien mit zwei Müttern, zwei Vätern, einem Elternteil. Verliebt sein, Geschlechtsverkehr. Oder durch Doktorspiele. Auch das Erforschen des anderen Körpers. Befriedigung der natürlichen Neugier. Gleichzeitig arbeiten die pädophilen nahen Jungsozialisten an einem Positionspapier, in dem sie laut Tanja Walliser einen neuen Umgang mit dem Thema Pornografie fordern. Dazu gehört auch, dass bereits 10- bis 12-Jährige im Sexualunterricht Pornos schauen sollen. Zwar löste diese Forderung bei den Schulbehörden zunächst einmal Empörung aus, doch bleibt abzuwarten, wie lange diese Empörung bleibendem Juso-Druck standhält. Auch im Namen der AIDS-Aufklärung, der Rechte der Kinder oder der sexuellen Orientierung in den Schulen werden derzeit europaweit neue Lehrmittel erarbeitet, die die Frühaufklärung und die Frühsexualisierung der Kinder zum obligatorischen Inhalt machen. Herr Professor Vogt, wie kommt es mit einem Mal zu dieser international verbreiteten Sexualerziehungsideologie? Ist sie von heute auf morgen entstanden? Nein, durchaus nicht. Sie wurde in beharrlichster Kleinarbeit durch den Sexualforscher Alfred C. Kinsey bereits seit 1939 in den USA, wo denn sonst, eingeführt. Alfred Kinsey wurde ja, wenn ich mich recht erinnere, immer wieder als der wichtigste Sexualforscher des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Sehen Sie das auch so? Als den wichtigsten Sexualforscher würde ich ihn, auf die Gründe kommen wir noch zu sprechen, in der Tat nicht würdigen. Gewiss aber als den einflussreichsten Faktor der sogenannten gesellschaftlich-sexuellen Meinungsbildung. Es fußen immerhin fast sämtliche neueren Sexualerziehungsprogramme auf den Werken von Kinsey. Frau Dr. Haunet, Sie sind praktizierende Ärztin. Mit welchem der zahlreichen Lehrsätze Kinseys würden Sie sich von Ihrem Standpunkt aus am liebsten einmal etwas genauer auseinandersetzen? Natürlich mit seiner Sichtweise, alle Dinge sind möglich. Dieses sogenannte moderne Denken hat Kinsey über Sex und Sexualität geprägt. In der Praxis hat es sich aber gezeigt, dass dies ein äußerst gefährliches Gedankengut ist, weil es zu unzähligen kriminellen Handlungen geführt hat und führt. Kinseys Hauptwerke belegen das schwarz auf weiß. Es handelt sich dabei um den Kinsey Report, bestehend aus zwei Büchern. Erstens dem Sexual Behavior of the Male, das sexuelle Verhalten des Mannes, und zweitens Sexual Behavior of the Female, das sexuelle Verhalten der Frau. Mit diesen Werken prägte Dr. Sex, wie er auch genannt wurde, tatsächlich das sexuelle Denken fast der ganzen Welt. Ein Mann also, dessen Worte Macht über viele Nationen ausübten. Ein Mann, dessen Lehren in der heutigen Zeit erst so richtig Frucht zu tragen beginnen. Kinsey war der Vater des sexuellen freien Denkens. Doch wer genau war Kinsey? Keine Frage könnte derzeit wichtiger sein als diese. Denn Kinseys Worte und Lehren haben so weltweite Auswirkungen wie diejenigen von Jesus Christus. Nur dass sie letzterem diametral entgegenstehen. Wer von den beiden ist nun der vertrauenswürdigere? Die Worte und Werke von Jesus Christus, die zu einer neuen Zeitrechnung geführt haben, kennen wir. Was aber genau sind die Worte und Werke Kinseys? Unsere Studiogäste und einige kurze Nachverfilmungen helfen uns bei der Suche. Kinsey sammelte im Laufe seines Lebens über 18.500 sexuelle Fallbeispiele mit Vorliebe von Minderjährigen, um sie unters Volk zu bringen. Kinseys höchstes Ziel war die sexuelle Vielfalt. Sich selber nannte er jedoch einen konservativen Wissenschaftler. Doch brachte der Spiegel 1997 ein unglaubliches Doppelleben von Kinsey ans Licht. Die Kinsey-Biografie des Historikers James Jones belegt, dass der Sexualforscher Kinsey seinem homosexuellen und sadomasochistischen Treiben insgeheim freien Lauf ließ. Aus diesem Kinsey-Report geht hervor, dass er als junger Pfadfinderführer seine voyeuristischen und exhibitionistischen Neigungen hemmungslos auslebte.
Nachdem Kinsey mit tiefem Hass sein christliches Elternhaus verlassen hatte, sammelte er Mitarbeiter um sich, um das Sexualverhalten von Menschen, vor allem aber minderjährigen Kindern, wissenschaftlich zu erforschen. Jeder seiner Mitarbeiter hatte sein sexuelles Leben und sein Verhalten komplett offenzulegen. Und in einem geheimen Zimmer seines Hauses veranstaltete Kinsey regelmäßige Gruppensexspiele mit seinen Mitarbeitern und ausgewählten Gästen. Und selbst seine eigene Frau zwang er dabei, mitzumachen. Kinsey ließ homosexuelle, heterosexuelle und sadomasochistische Szenen von einem professionellen Kamerateam filmen. Trotz krankmachendem Druck machten seine Mitarbeiter mit, weil sie um ihre Karriere fürchteten. Angestellt waren bei Kinsey Menschen wie zum Beispiel Clyde Martin, der als Statistiker allerdings keinerlei fachliche Ausbildung besaß. Dennoch war er für die statistische Analyse sämtlicher Daten verantwortlich. Finanziert wurde das Ganze auch noch von der jüdischen Rockefeller Stiftung. Diese behaupteten im Nachhinein zwar wiederholt, einen professionellen Statistiker gefordert zu haben, doch Kinsey ließ sich mit keinem Ansatz dazu bewegen. Kinsey selbst litt unter extremen Sadomasochismus. Immer wieder soll er gewaltsame und außerordentlich schmerzhafte Manipulationen an seinen eigenen Genitalien vorgenommen haben. Nebst seinen homosexuellen Beziehungen zu seinen Mitarbeitern wie Pomeroy und Martin lebte er sich in der homosexuellen Szene in Chicago aus. Kinsey stellte für seine wissenschaftlichen Forschungen umfängliche Fragebögen. Aus diesen geht hervor, dass Kinsey der festen Annahme war, dass jeder Mensch irgendwann einmal perverse Praktiken ausgeübt, außereheliche Beziehungen gepflegt oder gewalttätige, sadistische Erfahrungen gemacht habe. Ebenso, dass jedermann irgendwann einmal mit einer Person des gleichen Geschlechts, mit Tieren und Kindern sexuelle Erfahrungen gemacht hat. Es gab keinerlei Raum in seinen Fragebögen, in dem die Befragten solchen Ungeheuerlichkeiten ausweichen konnten. Und wenn sie sich irgendwann einmal dazu bekannt hatten, hatte Kinsey sie schließlich fest in der Hand. Obgleich Kinsey vorgab, seine Sexualforschungsergebnisse aus der breiten Öffentlichkeit erworben zu haben, beschränkte er sich tatsächlich in der Regel darauf, Prostituierte, Homosexuelle, Gefängnisinsassen und Menschen aus der Unterwelt, wie er sie nannte, zu befragen. Kinsey war deshalb nachweisbar ein Statistikbetrüger. Obgleich Kinseys Sexualforschungen für Ehevorbereitungskurse gedacht waren, fanden Themen wie Schwangerschaft, Geburt und Stillen von Kindern, was also eigentlich dazugehört hätte, überhaupt nicht statt. Kinsey war schlicht sexuell krank. Ein Mann, der seine berufliche Autorität manipulierend und aggressiv als Lehrer missbrauchte. Als Kinsey in den 40er Jahren seine mehr als 350 Fragen zum sexuellen Verhalten in die Öffentlichkeit zu bringen versuchte, war es sehr schwer für ihn, an ganz normale Menschen heranzukommen. Wesentlich leichter kam er zu den Daten von unkonventionell lebenden Menschen. Und so ergab sich das betrügerische und trügerische Bild, dass 95% aller amerikanischen Männer sexuelle Straftäter seien, 69% Stammkunden bei Prostituierten seien, 37% schon homosexuelle Erfahrungen gehabt hätten und 17% aller US-Farmer hätten angeblich Sex mit Tieren gehabt. Erst 1981 gelang es der Medienexpertin Dr. Judith Reistmann, diese gravierenden methodischen Betrügereien in Kinseys Forschung aufzudecken. Was besonders aufmerken ließ, war die Tatsache, dass ein großer Teil von Kinseys Daten von Pädokriminellen, das heißt von kriminellen Kinderschändern, stammte. Nicht die Bevölkerung wurde also befragt, sondern Pädokriminelle. Dennoch bilden Kinseys Werke bis zum heutigen Tag weltweit die wesentlichste sogenannte wissenschaftliche Grundlage der Sexualforschung. Selbst das Grundlagenpapier Sexualpädagogik und Schule, auf das sich nun der Schweizer Lehrplan 21 stützt, hält unter dem Titel Primarschule fest, dass die Umschreibung einer Kindheitsphase, in der die Sexualität ruhe, empirisch widerlegt worden sei. Empirisch meint, Experimenten zufolge. Doch ausgerechnet auf Kinseys Experimentensammlung gründet sich letztlich auch der Lehrplan 21 und weltweit fast alle Sexualprogramme. Die meisten Schulleiter haben
haben jedoch keine Ahnung, worauf sie sich gründen. Da ist man jung und das ist einfach zu früh, denke ich mal. Für mich ist es Schwachsinn, ganz ehrlich gesagt. Wir haben selber zwei Kinder. Der Kleine ist 3, der Große ist nicht einmal 5. Und ich wüsste jetzt wirklich nicht, was er damit anfangen soll. Also wir finden es absolut nicht richtig. Bin ich nicht dafür. Es ist auf jeden Fall, es ist ein Witz eigentlich. Ich finde das keine gute Sache, weil ich meine, sie sind erst 4 Jahre alt. Was wollen die damit anfangen und so? Ich meine, das bringt denen ja gar nichts. Und es ist eigentlich für das Alter einfach überhaupt eigentlich gar kein Thema, oder? Für 4-, 6-Jährige und Kindergarten. Wäre ein bisschen früh, würde ich sagen. Im Alter von 4 Jahren, sagen sie. Nee, finde ich nicht gut. Nein, das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Bei uns sowieso nicht. Bei uns kommt das sowieso nicht in Frage. Finde ich auch nicht gut, dass Kinder im frühen Alter mit sexuell konfrontiert sind. Das finde ich nicht okay. Ja, 4, die wollen ja noch lernen und spielen und Kind sein. Was anderes haben sie doch im Kopf. Ich meine, das ist ja schon die Einstellung dazu. Also das geht aber überhaupt nicht da. Nein. Das möchte ich ja gar nicht haben, dass die so früher darüber aufgeklärt werden. Das möchte ich gar nicht. Also da bin ich da komplett dagegen. Schon im Kindergarten, also ich finde das ganz schlimm. Ich finde das dumm. Ehrlich. Einfach zu früh, das gehört nicht zum Kind. Kind soll spielen, Kind soll machen, was sie also auf der Straße spielen und nicht irgendwie an solche Sachen denken. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil das ist ja richtig abnormal, also ist unmenschlich. Unmöglich. Eben, das ist ganz schlimm, dass es vielleicht Leute gibt, die sich bei der Gelegenheit womöglich nur aufgeilen. Das habe ich gar nicht dran gedacht, aber das wäre das Schrecklichste, was ich mir vorstellen könnte. Es ist sehr erschreckend, das zu hören. Das ist irgendwie ziemlich schräg. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Aber wenn ich jetzt mein Kind in den Kindergarten schicken sollte und wüsste das, würde ich einfach eine Wut kriegen. Also ich weiß aber nicht, was ich dann machen würde. Schlecht, nicht gut. Wie bitte? Das finde ich jetzt krass. Das war mir, nee. Also dann halte ich noch weniger davon. Einem Kind vergeht, das vielleicht noch nicht mal selber laufen kann, da hört es bei mir auf. Ja, das sind also, da stellt es mir die Haare auf. Nee, also das finde ich nicht gut. Das ist, ja, also, nee, da bin ich dann auch komplett dagegen. Nee. Das ist ein kompletter Schwachsinn, so eine Studie. Wenn ich mit normalem Hausverstand rangehe an das ganze Thema, dann weiß ich, dass das alles ein Blödsinn ist. Mhm. Ja, frage die normalen Eltern, die Kinder haben, die wissen, wie die Kinder sich entwickeln. Ich brauche kein Kind zur Sexualität animieren. In Sexual Behavior of the Human Male deklariert Kinsey, dass sein Buch nur Daten von 5300 weißen Männern und Jugendlichen enthalte, obgleich er Daten von 6300 männlichen Personen besitze. Alan Wallis, einer der renommiertesten Statistiker der USA, analysierte diese Behauptung und kam zum Ergebnis, dass das Buch lediglich 4120 Personen enthalte. Dabei fehlten jedoch durchwegs zum Beispiel die genaue Altersstruktur und die sexuelle Orientierung der Probanden. Kinsey behauptete zwar immer wieder stur, seine Daten seien repräsentativ für die US-amerikanische Bevölkerung der 40er Jahre. Doch eine genaue Recherche ergab, dass das Buch Sexual Behavior of Male lediglich die Daten nicht repräsentativer, teils sehr suspekter Randgruppen wiedergibt. Circa 1400 Straftäter aus Gefängnissen diverser US-Bundesstaaten. Viele von ihnen waren wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern inhaftiert. Dann wurde von Dr. Judith Reisman ein Anteil von ca. 630 homosexuellen Männern geschätzt. Weiter ließen sich 200 sogenannte sexuelle Psychopathen ausfindig machen. Dann wieder 329 Straftäter, die wegen sonstiger Delikte verurteilt waren. Dann aber auch zumindest 317 männliche Kinder im Alter von 2 Monaten bis 15 Jahren, die sexuell missbraucht wurden. Man vermutete aber mehr. Dann wiederum 350 Schüler mit abweichendem Verhalten. Zu guter Letzt gab es noch eine Menschengruppe von Kriminellen, die Kinsey einfach als Unterwelt deklarierte. Ein klarer Fall also von Lügenpropaganda mittels Statistikbetrug.
als Ginze wiederholt deshalb kritisiert wurde, meinte er, diese Auffassung basiert auf dem alten Trugschluss, dass Kriminelle anders als der Rest der Bevölkerung seien. Das finde ich echt nicht gut. Also, dass man praktisch von so Extremfällen dann praktisch den Grundsatz draus schließt, halte ich nichts davon. Echt nicht. Ja, das ist krank. Also, wieso fragt man solche Gruppen? Das ist ja überhaupt kein Durchschnitt. Ja, also, das ist schräg, mehr als unmöglich, ja, finde ich auch. Sie glaubt, dass dann viele Leute entsetzt wären, wenn sie sowas wüssten. Dann würden sie ganz anders antworten, wenn sie wüssten, dass der eigentlich so eine schlechte Vorgeschichte hat oder Vorleben hat, geführt hat. Das ist ja der Horror. Aber dass man diese Umfragen nun auf diese spezielle Personengruppe begrenzt, das ist natürlich, das spiegelt natürlich überhaupt nicht die Meinung der Mehrheit wider. Ja, ich kann mich nicht in die Platz von einem Pädophilen setzen. Sie überrascht mich etwas, diese Statistik, dass es da keine Unterschiede gibt. Und das stellt natürlich in Frage, ob dieses Konzept dann funktioniert in der Vorbeugung. Nee, den sollten wir überhaupt gar nicht befragen. Also kann ich mir nicht vorstellen, weil diese Leute sind krank und die Bevölkerung im Allgemeinen ist nicht krank. Problem von den Studien, kann man alles den Leuten in den Mund legen, oder? Ich halte nicht viel davon. Finde ich nicht okay, dass man die Meinung von denen bezieht. Das ist ja, das sind doch keine kompetenten Leute. Gerade die anderen Kindern oder anderen Menschen damit mit dem Thema eigentlich wehgetan haben, dass man die da befragt, weiß ich jetzt also nicht, ob das jetzt sinnvoll wäre oder zum Thema eigentlich richtig dazu passt. Also. Ich meine, das sind kranke Leute, aber in der Öffentlichkeit haben die nichts zu suchen. Ja, weil mit der Krankheit auf dem Mond halt, da sind sie gut auf ihr rum. Ich würde auf jeden Fall einen Aufstand machen, weil das kann ich auf jeden Fall ganz gut. Weil es ist nicht nur mein Problem, es ist unser Problem. Es sind die Kinder von uns, es wird die nächste Generation sein, das wird unsere Zukunft sein. Auf jeden Fall, da muss man was dagegen machen. Also zu Hause rumsitzen, fernschauen und sagen, ja, das wird sich dann irgendwie erledigen, das wird sich eben nicht erledigen. Da muss man früh reagieren und dagegen was tun, dass es nicht so etwas kommt, also meiner Meinung nach. Ablehnen einfach. Verbieten, ja. Wer sich an Kindern vergeht, sollte eigentlich rechtlich mit schnellstmöglichen Mitteln sehr hoch belangt werden, ne? Sei strafrechtlich verfolgt, ne? Also sprich nicht Bewährung oder sonstige Sachen, sondern einfach die klären gleich rigoros aus dem Verkehr gezogen, ne? Ich denke, die Eltern müssen zusammenstehen und sich dagegen wehren, weil das ist nicht akzeptabel, das ist wirklich schlimm. Ich nehme sie einfach für die Zeit aus der Schule raus, ganz einfach, also ich lasse mir das sicher nicht bieten. Mehr Information für die Kinder und natürlich, wir müssen als Volk müssen wir schon schauen, dass das nicht sowas vorkommt und natürlich müssen wir auch ein bisschen selber was dafür tun und aufpassen, dass die Leute nicht die Kinder sexuell anfassen oder sonst noch was, das könnt ihr auch nicht zulassen, ich habe auch ein kleines Tochter, das könnt ihr auch nicht zulassen, das wäre nicht okay. Und auch erst recht nicht auf die Meinung von denen hören. Ich finde, das ist echt keine gute Sache und ja, ich würde es meinem Kind verbieten. Gegen sowas muss man sein. Ich meine, muss sich das Volk wirklich mal zusammenstellen und gegen sowas vorgehen. Gerade die Eltern dann, wenn sie in so Einrichtungen ihre Kinder haben, dann muss ich sagen, würde ich mein Kind wahrscheinlich rausnehmen. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Im 1965 erschienenen Buch Sex Offenders verteidigt Kinsey den sexuellen Missbrauch an Kindern mit den Worten: Das Entsetzen, mit dem unsere Gesellschaft auf den Erwachsenen blickt, der sexuellen Kontakt mit jungen Kindern hat, relativiert sich. Wenn wir das Verhalten anderer Säugetiere untersuchen, sexuelle Aktivitäten zwischen Erwachsenen und unreifen Tieren sind gängig und scheinen aus biologischer Sicht normal zu sein. Haben wir uns da gerade verhört? Der Mensch war in Kinseys Augen lediglich eine andere Art von Säugetier?
Alfred C. Kinsey hat uns alle damit auf die gleiche Ebene wie etwa Affen, Hasen, Hunde und Schweine gesetzt. Doch in empirisch-wissenschaftlicher Manier ging die Kinsey-Gruppe noch einen Schritt weiter und proklamierte, alle sexuelle Gewalt sei Teil des normalen Säugetiererbes. Die an sich nur noch logische Ableitung daraus. Wenn die Eltern nicht einschreiten würden, so Kinsey, sei Vergewaltigung für junge Mädchen oder Frauen ein schönes Erlebnis. Dr. Judith Reismann betont in ihren Kinsey-Studien, dass dessen extreme Verharmlosung von sexuellem Missbrauch sogar Auswirkungen auf die amerikanische Gesetzgebung hatte und beispielsweise Vergewaltigung neu definiert und das Strafmaß runtergesetzt wurde. Kinsey machte sich sogar über das FBI lustig, als es 1950 vor einem Anstieg sexueller Straftaten warnte. Er verharmloste die abscheulichen Verbrechen gegen Kinder und veröffentlichte frech, dass der wesentlich größere Schaden durch die Hysterie der Erwachsenen angerichtet würde. Es ist schwer zu verstehen, warum ein Kind darüber verstört sein sollte, wenn man seine Genitalien berührt. Und sogar, dass es durch spezifisch sexuelle Akte verstört sein sollte. Es sei denn, aufgrund kultureller Prägung. Alfred C. Kinseys vornehmlich sexuelle Zuneigung zu Kindern zeigte sich dann deutlich in den 1888 sexuellen Fallbeispielen von Jungen zwischen 5 Monaten und nach pubertärem Alter sowie von 147 Mädchen zwischen 2 und 15 Jahren. Grundlage der Tests: Die Jungen und Mädchen wurden sexuell stimuliert oder stimulierten sich selbst, während pädokriminelle Beobachter mit einer Stoppuhr die Zeit bis zum Erreichen eines Orgasmus maßen. Freilich bestritt Kinsey, dass er selbst diese Tests durchgeführt habe. Doch diese Behauptung entlastet ihn so wenig wie einen, der einen Mord zwar nicht selber verübt, wohl aber durch einen Auftragskiller ausführen lässt. Auch in einer BBC-Dokumentation vom 10.08.1998 wurde der Fall Kinsey untersucht. Der Bericht einer älteren Frau, lediglich Esther genannt, wirkte definitiv überführend. Ich war noch ein kleines Mädchen. Kinsey kam in mein Elternhaus. Ich wurde von meinem Vater und von meinem Großvater sexuell missbraucht. Mein sexuelles Verhalten wurde mit einer Stoppuhr aufgezeichnet und gefilmt. Das Ganze wurde an Kinsey geschickt. Ich kam nie wieder darüber hinweg. Ein Teammitglied, Paul Gebhardt, gab 1992 in einem Interview zu, dass das Kinsey-Team Pädokriminelle für die Erlangung wissenschaftlicher Daten über angeblich normalen Kindersex rekrutierte. Er sagte, wir baten sie, und damit meinte er die Kinderschänder, Beobachtungen zu machen, Aufzeichnungen und wenn möglich, die Zeit zu stoppen und uns dann zu berichten. Nach Judith Reismanns Studien sollen Kinder über Monate und Jahre hinweg missbraucht und die Aufzeichnungen ihrer Peiniger als wissenschaftliche Daten an Kinsey weitergereicht worden sein. Die meisten Daten über das sexuelle Verhalten von Kindern soll Kinsey von Mr. Green, einem Serienvergewaltiger, bekommen haben, auf dessen Erfahrungen hin auch die Sexorgasmustypen bei Säuglingen und kleinen Jungen erfunden wurden. Auch soll Kinsey in regelmäßigen Kontakt zu allerlei pädokriminellen Organisationen, ebenso zu kinderschändenden Lehrern, pädophilen Vätern und Müttern innerhalb und außerhalb der USA gestanden haben. Haben Sie nähere Details dazu? Oh ja. Von 1936 bis 1956 stand Kinsey nachweislich in regelmäßigem Briefkontakt mit Friedrich von Balusek, einem pädokriminellen Religionslehrer der Evangelischen Kirche Brandenburg in Deutschland. Dieser stand 1957 in Berlin vor Gericht wegen Kindesmissbrauch in mehreren Fällen.
unter ihnen sogar seine 11-jährige Tochter, sowie wegen Mordverdachts an einem 10-jährigen Mädchen. Das FBI schaltete Interpol ein, als sie entdeckten, dass von Balusek über 20 Jahre hinweg detaillierte Daten über seine sexuellen Missbräuche an Mädchen und Jungen zwischen 9 und 14 Jahren an Kinsey ausgeliefert hatte. Doch Kinsey weigerte sich, das Sex-Tagebuch rauszugeben, unter dem Vorwand, den guten Ruf des Pädokriminellen nicht schädigen zu wollen. Als der oberste Richter in der Verhandlung den Vorwurf erhob, von Balusek habe Kinder missbraucht, um Kinsey zu beeindrucken, antwortete dieser: Kinsey selber hatte mich ja darum gebeten. Die Berliner Morgenpost vom 16. Mai 1957 schrieb auf Seite 3 dazu, Kinsey hätte Balusek anzeigen sollen. Fast alle heutigen Sexualerziehungsprogramme beziehen sich direkt oder indirekt auf Kinsey. Es wird Zeit, dass sich unsere Gesellschaft endlich von Kinsey und seiner kriminellen Grundlagenforschung verabschiedet und sich den missbrauchten Opfern statt den triebgesteuerten Tätern zuwendet. Was Alfred C. Kinsey normalen Kindersex nannte, war nichts anderes als sexuelle Folter an Kindern. Kinsey hatte ein leidenschaftliches und perverses Interesse an der Orgasmusfähigkeit, vor allem von Minderjährigen, das heißt von vorpubertären Jungen ohne Samenerguss. Und aufgrund der Forschungen Judith Reismanns entstand der erschütternde Dokumentarfilm The Children of Table 34, jener berühmten Tabelle 34, der zum Schutz der Kinderopfer grauenvollste Details enthüllte. In engster Zusammenarbeit mit Mr. Green, vom BBC-Team als Rex King entlarvt, einem Serienvergewaltiger, der mehr als 800 Jungen und Mädchen sexuell missbraucht hatte, kam es zu dieser teuflischen Tabelle 34. In ihr listete Kinsey Daten zur Orgasmusfähigkeit von nicht weniger als 317 männlichen Säuglingen und Kindern auf. Prozent der Kindlein im Alter zwischen 2 und 12 Monaten, also mindestens ca. 270 bis 300 dazu missbrauchte Säuglinge, sollen zum Höhepunkt gelangt sein, so Kinsey. Und dann das noch Unfassbarere. Kinsey beklagte in einem Atemzug, dass es etliche präadoleszente, also vorpubertäre Kinder gibt, die den Höhepunkt selbst unter anhaltender, verschiedener und wiederholter Stimulation nicht erreichten. Solche Ergebnisse konnten einzig und allein durch massivste Menschenrechtsverletzung in Form von rücksichtslos sexueller Nötigung zustande kommen. Doch dies war erst der Anfang. Kinsey und seine Beobachter, das meint jetzt die Kinderschänder, waren vor allem auf multiple Orgasmen aus. So finden sich Kindlein im Alter zwischen 5 Monaten und 14 Jahren aufgelistet, die über 24 Stunden hinweg sogenannt beobachtet wurden. Auf diesem Weg wurden bei 11-monatigen Säuglingen nicht weniger als 14 Orgasmen in 38 Minuten, bei 2-jährigen Kleinkindern 7 Orgasmen in 9 Minuten erzwungen. Angesichts dieser perversen Kinderfolterungen und alles auch noch im Namen der Grundlagenforschung kann man sich nur noch Augen und Ohren zuhalten und zumindest jetzt die Justiz auf den Plan rufen. Warum wurden diese Täter nicht längst wegen schwerstkrimineller Pädophilie verurteilt? Dies sind die Taten und Früchte der Väter all jener Sexualpädagogen, die gerade in der jetzigen Zeit eine weltweite Frühsexualisierung unserer Kinder und Jugendlichen erzwingen möchten. Sie folgen damit den Fußstapfen pädokrimineller Betrüger allerschwersten Ausmaßes. Jeder Baum wird entsprechend seinem Samen. Und darum wird die Frühsexualisierung weltweit in genau derselben Weise ausufern, wenn sie nicht mit aller Entschiedenheit gebremst und verhindert wird. Gelingt es nicht, jeden Frühsexualisierungsversuch oder Sexualerziehungszwang bereits im Keim zu ersticken, wird das letzte wohl noch ärger als das erste sein. Wer jedoch denkt, diese finstere Prognose sei nun doch etwas übertrieben, muss zur Kenntnis nehmen, dass Kinsey und seine Mittäter mit all den erzielten Ergebnissen noch längst nicht zufrieden waren. Daher behaupteten sie: Es ist sicher, dass ein noch höherer Anteil der Jungen multiple Orgasmen hätte haben können, wenn die Situation es erlaubt hätte.
nachdem bei einem 4-Jährigen und einem 13-jährigen Jungen 26 Höhepunkte in 24 Stunden erzwungen wurden, hält der Kinsey-Bericht unbefriedigt fest: Sogar die jüngsten Säuglinge, 5 Monate alt, sind zu solchen wiederholten Reaktionen in der Lage. In derselben Zeiteinheit wäre allerdings noch mehr möglich gewesen. Eine neutrale wissenschaftliche Studie belegte schon vor langer Zeit, dass übertriebene Sexualität früher oder später zu gefährlichen Hirnerweichungen und Nervenleiden führt. Herr Dr. Hirsch, was mag in einem unentwickelten Körper, was in der Seele eines Kindes vorgehen, das in solch dramatischer Weise missbraucht wird? Mir ist vor allem eine neuere wissenschaftliche Veröffentlichung von Professor Dr. Remschmidt von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Philipps-Universität Marburg bekannt, die im Deutschen Ärzteblatt vom 29. April 2011 erschienen ist. Hier weist Professor Remschmidt darauf hin, dass schon allgemeine psychische und körperliche Misshandlungen, umso mehr der sexuelle Missbrauch im Kindesalter, immer, ich betone immer, eine Spur im kindlichen Gehirn hinterlassen. Dies zeigen nicht nur Untersuchungen zu einschlägigen Gedächtnisinhalten bei Menschen, die missbraucht wurden, sondern auch solche zu Hirnstruktur und Hirnfunktion von Misshandlungsopfern. Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugend körperliche und sexuelle Misshandlungen erfahren, sind außerdem im späteren Leben überdurchschnittlich häufig von psychischen Störungen betroffen. Was die seelisch-körperliche Belastung eines früh sexualisierten Kindes anbetrifft, ist von größter Bedeutung, was die Kinderschänder während diesen Frühsexualisierungsversuchen, um es einmal nicht Vergewaltigung nennen zu müssen, eigenhändig dokumentiert haben. Sie hielten es ja unter anderem in der von Alfred C. Kinsey zusammengestellten Liste der 6 Orgasmustypen fest, von denen ich hier nur gerade mal ein paar Auszüge zitiere. Typ 3, Auftreten extremer Spannung mit heftigen Konvulsionen, das heißt Schüttelkrämpfen, oft verbunden mit plötzlichem Hochheben und Niederwerfen des ganzen Körpers. Die Beine werden oft steif, wobei die Muskeln kontrahiert und hart sind. Schultern und Nacken werden steif und sind oft nach vorn gebeugt. Der Atem wird angehalten und ist oft keuchend. Die Augen sind starr oder fest geschlossen. 4. Typ. Die Hände klammernd, der Mund verzerrt, wobei manchmal die Zunge hervordrängt. Der ganze Körper oder Teile geraten in spastische, also krampfartige Zuckungen, manchmal synchron mit den Pulsationen, in heftigen Stößen. Auftreten noch heftigerer Konvulsionen, das heißt Schüttelkrämpfen, des gesamten Körpers, sowie schwere Atem, Seufzen, Schluchzen, heftige Schreie, manchmal mit Tränenausbruch, besonders bei kleineren Kindern. 5. Typ. Das Ganze kulminiert in extremem Zittern, Kollaps und dergleichen und manchmal in einer Ohnmacht. 6. Typ. Es kommt zu Schmerzen oder Furcht bei Annäherung an einen Orgasmus. Einige Probanden leiden unter extremen Schmerzen und schreien möglicherweise, wenn die Bewegung andauert oder das Geschlechtsteil auch nur berührt wird. Wenn aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zur Sünde verführt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Das Genannte war alles Kinderfolter pur. Und genau zu dieser wird es weltweit kommen, wenn der Frühsexualisierung freien Raum gegeben wird. Also Pädophilie ist immer noch eine kriminelle Straftat und das muss es auch bleiben. Sie verjährt nicht und das darf sich nicht ändern. Und die Staatsanwalten müssen jetzt auf den Plan, ne? Und wir müssen wirklich alle dagegen aufstehen, dass da etwas geschieht, dass die Frühsexualisierer sich weltweit nicht durchsetzen können. Das finde ich nicht okay.
Eigentlich sollte das gar nicht passieren. Mhm. Das könnte mir eigentlich vorstellen. Wenn mein Kind sowas passiert, dann wüsste ich auch nicht mehr, was ich mache. Mhm. Das kann man nicht vorstellen. Das ist nicht okay. Aber wie gesagt, normalerweise gehören solche Personen gleich öffentlich weggeschlossen. In geschlossene Anstalten, fertig. Das, also kann ich mir nicht vorstellen, weil diese Leute sind krank. Schon ganz furchtbar, dass es einfach sowas gibt. Aber es sind so, ja, ich muss sagen, Schweine. Ich glaube, ich habe mich verhört. Da werden sexuelle Abartigkeiten und persönliche Lusttriebe für Forschungszwecke missbraucht. Das kann doch nicht sein. Da müssen neue Gesetze her, dass dies aufhört, diese Abartigkeiten. Ich finde es schrecklich. Also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, dass meine Tochter oder mein Sohn irgendjemand als Säugling schon so berührt oder so anfasst. Also das geht einfach gar nicht. Ja. Das ist erschreckend. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist urada krass. Also ja, ich weiß gerne, dass sie dazu sagen soll. Ja, das ist einfach nicht normal. Kinsey hätte nach seinen Entdeckungen mit eben demselben Engagement an der Verschärfung der Gesetzeslage arbeiten sollen. Stattdessen hat er aber den Forschungsauftrag missbraucht. Oh Gott, die sollten alle ins Gefängnis erschossen werden. Nein, echt voll die schlimme Strafe oder so, lebenslänglich. Also, dass sie das niemals wieder machen können. Weil wenn sie es einmal machen, dann machen sie es sicher mehrmals wieder. Es ist jetzt hart, aber da habe ich kein Verständnis für. Die gehören weggesperrt für ewig. Wenn sich derartig kriminelle Kinderschändereien nicht zu weltweiten Missbrauchsepidemien auswachsen sollen, kann jetzt nur noch eins helfen. Aufklärender Widerstand. Jedoch nicht durch Pornokompetenz der Kinder, sondern durch deren radikalen, staatlichen Schutz vor jeglichem Frühsexualisierungsversuch. Es ist zu beachten, dass all diese Abscheulichkeiten bereits seit 1938 systematisch als sogenannte moderne Sexualpädagogik in die Völker einfließen. Freilich stellte Kinsey seine Forschungsergebnisse nie als perverse Experimente eines selbstbekennenden Kinderschänders dar. Stattdessen verkaufte er sie als ersten wissenschaftlichen Beweis dafür, dass Kinder von Geburt an sexuell bedürftig seien. Und gerade in diesen unseren Tagen tragen jene kriminellen Handlungen ihre Früchte in der weltweiten Ausrufung des Rechts der Kinder auf sexuelle Erfahrungen. Mit dem Lehrplan 21 soll Sexualerziehung in allen Schweizer Schulen eingeführt werden. International werden derzeit auf verschiedenen Ebenen neue Grundlagen und Gesetze geschaffen, die jegliche Verweigerung der obligatorischen und flächendeckenden Sexualerziehung in der Schule zur regelrechten Straftat machen. Der Zwang dieses Sexualerziehungsprogramms ist bereits so massiv ausformuliert, dass noch nicht einmal die Berufung auf Religionsfreiheit als Dispensationsgrund akzeptiert wird. Kein Argument von niemandem zählt. Weder ethisch-moralische Einwände von Eltern, noch die Verweigerung desinteressierter Kinder. Was für ein Geist herrscht da? Und schon jetzt greifen diese Gesetze. 2010 wurden bereits Väter und Mütter in Deutschland bis zu 40 Tagen inhaftiert oder mit bis zu 1000 Euro Buße belegt, weil sie sich weigerten, ihre Kinder zum Sexualunterricht zu schicken. Nur noch das Volk selber kann Nein sagen zu solch sektierischen, überaus diktatorischen Zwängen. Wir sagen Nein zum Sexualerziehungszwang. Wir sagen Nein zur obligatorischen Sexualerziehung und Nein zur flächendeckenden Sexualerziehung in der Schule. Das nationale Programm HIV und sexuell übertragbare Krankheiten, der BAG, will für flächendeckende Sexualerziehung sorgen. Das Grundlagenpapier BHZ und BAG ist die Grundlage für eine gesetzlich obligatorische Sexualerziehung für alle Schweizer Bürger. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, fordert im Namen des Epidemieschutzes eine flächendeckende Frühsexualerziehung. Das Basler Schulgesetz bemüht sich als Übergang bis zur Einführung des Lehrplans 21 um eine früh geregelte Sexualerziehung. Im Namen des Kinderschutzes und der Mütterberatung wird per Infobroschüre und so weiter die Frühsexualisierung angestrebt. Es besteht kein Bedarf an einem pädagogischen oder erzieherischen Eros, wie uns die sogenannten Reformpädagogen weismachen wollen. Die Früchte der Reformpädagogik haben wir zumindest in Deutschland zur Genüge an den zahlreichen Missbrauchsfällen in Internaten und Schulen kennengelernt. Diejenigen, die am lautesten die Einführung der sogenannten modernen Veränderungen propagiert hatten, waren zugleich die größten Übeltäter. Genau das Gleiche
und wahrscheinlich Schlimmeres kann und wird durch die Einführung der sexuellen Früherziehung geschehen. Sie öffnet Tür und Tor für den sexuellen Missbrauch durch einschlägige Personen. Wir brauchen keine Erotisierung unserer Kinder. Vielmehr und sogar dringend brauchen wir als Gesellschaft die Rückkehr zu dem altbewährten erzieherischen Ethos, der wieder Respekt vor dem Schöpfer hat, der uns Erwachsenen, die Kinder, lediglich anvertraut hat. Wir müssen alles dafür tun, dass sie als unsere Schutzbefohlenen die körperliche und seelische Unversehrtheit erfahren können, die für ihre gesunde Entwicklung unabdingbar ist. Lassen Sie mich abschließend Folgendes sagen. Wer sich an ihm anvertrauten Kindern und Jugendlichen vergeht, verletzt deren Menschenrecht auf körperliche und seelische Unversehrtheit und begeht einen Straftatbestand, der heute noch von der Justiz verfolgt und bestraft werden muss. Dass dies auch in Zukunft so bleibt, dafür kämpfe ich als Arzt, als Vater und als Bürger meines Landes mit allen mir zur Verfügung stehenden legalen Mitteln. Eine obligatorische Sexualerziehung steht kurz vor ihrer gesetzlichen Einführung. Sie soll nicht einmal mit dem Argument der Religionsfreiheit verweigert, umgangen oder kritisiert werden dürfen. Bevor jedoch diese Gesetze definitiv verabschiedet werden, gilt es, mindestens 10 wichtige Fragen zu klären. Warum kritisierten die Medien Kinseys menschenverachtende Aussagen nicht im gleich konsequenten Ausmaß, wie sie es gewöhnlich bei jeder noch so harmlosen Sexaffäre einflussreicher Politiker machen? Wo bleiben alle Sektenexperten? War Kinsey etwa zu wenig einflussreich? Wieso unterstützen die Medien Kinseys Kinderschändereien in solch verharmlosender Weise, dass sie sich nach Gesetz sogar mitschuldig machten an den jahrelangen Quälereien unzähliger Kleinkinder und Minderjähriger? Warum gab es auch nach Dr. Judith Reismanns Offenlegung der Fakten keine öffentliche Auseinandersetzung über Kinseys Daten? Warum gab auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Kinseys Daten weiterhin völlig unkritisch als repräsentative Broschüre heraus? Und das in vollem Wissen um Reismanns Aufklärungsarbeit? Warum schaffte es stattdessen 2005 der mehrfach prämierte Hollywood-Film Kinsey, die Wahrheit über Sex, in die deutschen Kinos? Welche Institution hat ihn preisgekrönt? Mit welcher Altersfreigabe? Wieso vermittelte dieser Kinofilm nicht die offengelegte 7. Wahrheit über Kinsey, sondern wider besseren Wissens die Botschaft, dass Kinsey dem Westen endlich die sexuelle Befreiung gebracht habe? Ist das schier unglaublich scheinende wahr, dass auch führende Erziehungsdirektionsmitglieder, einflussreichste Politiker und ein Großteil der Medien, angefangen Hollywood, mit den Sexualstraftätern unter ein und derselben Decke stecken? Können all die genannten Personenkreise einer gründlichen Untersuchung wegen Verdachts auf pädokrimineller Machenschaften standhalten? Findet hier eine privat organisierte Unterwanderung unserer Volksvertreter statt? Eine gezielte Umschiffung demokratischer Ordnungen? Ist hier eine Scheinstaatsgewalt am Werk? Diese Möglichkeit lässt sich nicht ausschließen, denn selbst in der Ukraine werden ständig Seminare und Schulungen für das Lehrpersonal von Schulen gehalten, die von privaten Geldgebern, wer genau sind sie, vor allem aus Schweden, organisiert werden. Dies findet nicht in der Öffentlichkeit oder etwa in den Schulen statt, sondern in angemieteten Räumen und Hotels durch bezeichnenderweise externe Fachpersonen. Hinterher werden diese Studien dann systematisch herbeigezogen, um zu beweisen, wie wichtig und notwendig es für die Kinder sei, so früh wie möglich sexuelle Erfahrungen zu machen. Ein Sprecher der orthodoxen Kirche meinte hierzu: Es wird systematisch vorgegangen, um eine Nation zu unterwandern und zu zerstören. Schaut man einmal etwas genauer hin, stecken als treibende Kraft überall Schwulen- und Lesbenorganisationen und dergleichen dahinter. In der Schweiz sind dies nebst vielen anderen, zum Beispiel die Pink Cross, die pädophilenfreundliche Juso und die Gaynerinnen Schweiz. Ferner die Lesbenorganisation Schweiz, die Schwulenfreundesvereinigung, dazu allerlei unerkannt im Untergrund wirkende Pädophile. In ihren Positionspapieren fordern sie radikal die Fortsetzung der sogenannten gesellschaftlichen Befreiung, als da wären. Die Gesellschaftsbegriffe männlich und weiblich sollen aufgehoben werden. Die sexuelle Orientierung und Partnerschaftsbegriffe sollen von jeglichen Normen befreit werden. Zum Beispiel
Beziehungen mit mehr als zwei Beteiligten. Die Familie soll nicht mehr auf biologischer Verwandtschaft basieren, sondern auf einem sozialen Netzwerk ohne feste Norm. Zum Beispiel soll ein Kind auch vier Eltern haben dürfen. Wer Kinsey und seine Artgenossen noch etwas gründlicher erforscht, wird feststellen, dass deren Ziele in der Wiederbelebung und der Rückkehr zu den heidnischen Ritualen liegen, in heterosexueller und in homosexueller Prostitution, in der Pornografie unter Erwachsenen, unter Kindern und zwischen ihnen und einiges mehr. Ja, was können wir tun, wenn wir diese Leute wirklich aus dem Verkehr ziehen? Ne? Weil es ist ja heute mit dem Internet, es ist ja sehr einfach, sich hier breitzuschlagen. Und was da alles eingestellt wird, ich finde das ja eigentlich eine absolute Frechheit, dass man da nicht rigoros vorgeht. Oder es ist ja ein einfaches, auch diese Internetseiten zu schließen oder zu sperren. Da würde ich mit Ihnen auf die Straße gehen und würde Unterschriften sammeln und würde Interviews machen lassen und würde einfach dagegen vorgehen. Ich würde das nicht wollen für mein Kind. Ja, ich denke, das gehört sich einfach schon früher angegangen, das Thema. Und nicht erst, wenn es zu spät ist. Die ganze Sexualwerbung gehört sich einfach verboten, genauso wie das Rauchverbot. Ich würde mich schon auf die Hinterfüße stellen und dafür und gucken, dass das einfach nur bekannt wird. Na, ein bisschen mehr Verstand einsetzen. Also ein bisschen nicht so, was alles so ein Blödsinn, was von den USA kommt, ist immer nicht alles gut. Man sieht es ja, ja, was da rauskommt. Und da muss man wirklich selber aufpassen auf die Kinder. Eigentlich Staat tut nicht viel dafür. Staat sagt, okay, macht Kinder, aber Staat tut dafür nichts eigentlich, auf Deutsch gesagt. Und von dem her finde ich schon okay, dass man mehr aufpassen müsste gegen Kinderschändler und das alles. Sollte man auch mehr aufpassen, selber schon. Als Volk sollte man das schon machen. Und als Vater habe ich sowieso Angst, wenn ich mein Kind in den Kindergarten schicke, dass ihm sowas nicht passiert, habe ich schon Angst selber. Da könnte ich ihm nicht, da muss ich schauen, was für Leute überhaupt dort arbeiten und was für Leute das sind eigentlich. Da muss schon ein paar Staat dafür schauen, auch aufpassen. Gesunden Menschenverstand. Die Eltern müssen da schauen zu ihren Kindern. Da brauche ich keine Studie, da brauche ich gar nichts. Also zuallererst sollte man darüber aufklären. Ich denke, keiner weiß davon Bescheid. Zum Beispiel in den Nachrichten zeigen oder einen Dokumentarfilm darüber drehen. Wann endlich wird sich die menschliche Gesellschaft von Kinseys menschenverachtenden Forschungen verabschieden und sich den Opfern zuwenden? Dies waren ein paar kurze Einblicke in das Leben der Hauptdrahtzieher einer schnell herankommenden obligatorischen Sexualerziehung. Ich bedanke mich bei unseren Studiogästen für ihre Mitwirkung und Ihnen, werte Zuschauer, für Ihr heutiges Dabeisein und Ihr künftiges Mitwirken. Denn wer Mensch und Kinder liebt, dem wird Widerstand zur Pflicht.